Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, herzlich willkommen hier zurück bei uns auf der Education Stage. Bevor wir einen Blick in die Klassenzimmer unserer Berufsschulen wagen und über die duale Ausbildung und Zukunftsvisionen sprechen, möchte ich Sie auf den nächsten Workshop des Tages aufmerksam machen. Er wird durchgeführt vom Europäischen Verband der Weiterbildung EATO und beginnt um 13.30 Uhr. Es wird um die Messbarkeit individueller Bildungsmaßnahmen hinsichtlich Ihres Erfolgs gehen und auch darum, welche Möglichkeiten sich hier insbesondere durch KI-Systeme ergeben, um individuelle Lernpfade zu gestalten. Hier auf der Education Stage wollen wir uns nun aber, wie angekündigt, der Digitalisierung von Berufsschulen widmen. 4 von 10 Auszubildenden bewerten die digitale Ausstattung ihrer Berufsschule nur als ausreichend oder mangelhaft. In den Medien werden Berufsschulen auch als Stiefkinder der Bildungspolitik bezeichnet. Dabei sind Berufsschulen besonders wichtig, um Fachkräfte von morgen auszubilden, denn der Fachkräftemangel steigt seit vielen Jahren immer weiter an. Seit 2011 hat er sich mehr als verzehnfacht. Und auch die Zahlen neuer Ausbildungsverträge stagnieren auf niedrigem Niveau. 2022 wurden zwar 0,8% mehr neue Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Vorjahr, das waren aber immer noch 8% weniger als vor der Corona-Pandemie und 14% weniger als vor 10 Jahren. Klar ist, wenn wir Fachkräfte zeitgemäß ausbilden wollen, brauchen berufliche Schulen gute digitale und technische Ausstattung und ausreichend Lehrkräfte. Wie sorgen wir für die nötigen Quantensprünge in den Klassenzimmern der deutschen Berufsschulen und wo müssen wir ansetzen? Diese und weitere Fragen möchte ich mit meinen Gästen diskutieren und sie Ihnen in alphabetischer Reihenfolge vorstellen. Hier bei mir im Studio darf ich Florian Fabricius begrüßen. Er ist seit November Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und war zuvor Kreisschülersprecher im Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen. Er wünscht sich eine richtige Beteiligungskultur für Schüler und was aus Schülersicht die größten Baustellen sind, das wird er uns heute hier beantworten. Herzlich willkommen, Florian Fabricius. Dankeschön. Außerdem digital zugeschaltet ist Frau Dr. Krumm-Wiede-Steiner. Sie ist Bundestagsabgeordnete vom Bündnis 90 Die Grünen und war zuvor Studienrätin an einer Gesamtschule in Mülheim an der Ruhr. Sie setzt sich insbesondere auch für Chancengerechtigkeit in der Bildung ein. Wir sind gespannt auf Ihre Perspektive aus der Politik und Praxis und freuen uns, dass Sie hier sind. Außerdem auch digital zugeschaltet ist Christina Ramp. Sie ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung der BDA und Vorstandsmitglied der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Außerdem ist sie alternierende Verwaltungsratsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und insbesondere auch Einblicke in die Zusammenarbeit von Berufsschulen und Betrieben geben können. Vielen Dank. Und auch digital zugeschaltet ist Herr Detlef Stepun. Er ist Leiter Neue Technologien und Medien am Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Köln. Außerdem ist er Autor des Buches Smart School – Die Schule von morgen. Sein Berufskolleg ist auch die Gewinnerschule des Deutschen Arbeitgeberpreises 2022 in der Kategorie berufliche Bildung und sie ist ausgezeichnete Smart School bei uns im Bitkom-Netzwerk. Wir freuen uns auf Ihre Einblicke in Ihre digitalen Klassenräume, Ihrer echten Vorreiterschule. Schön, dass Sie da sind, Herr Stepun. Ja, hallo aus Köln. Ja, ich möchte zunächst mit Ihnen über den Status quo an Berufsschulen sprechen und anschließend darüber diskutieren, welche Möglichkeiten die Digitalisierung und die Integration von digitalen Technologien in Berufsschulen eröffnet. Und dann möchte ich auch darauf schauen, wie weit der Weg noch ist bis dahin, wo wir hinwollen. Herr Fabricius, wenn wir jetzt auf den Status quo der Digitalisierung in Berufsschulen schauen, was können Sie uns darüber berichten und wie steht es um den Stand der Digitalisierung in den deutschen Berufsschulen? Also grundsätzlich, was wir wahrnehmen, auch von ganz vielen Berufsschülern, die auch bei uns in der Schülervertretung aktiv sind, ist, dass Digitalisierung schon vorankommt. Ich glaube, 3/4 aller Berufsschulen benutzen schon aktiv auch Digitalisierung in den Lernprozessen. Was wir aber noch nicht sehen, ist, dass Digitalisierung wirklich auch als innovationstreibende Kraft benutzt wird. Also wir sehen ganz viel, dass eben bestehende Prozesse, zum Beispiel Kommunikationswege, digitalisiert werden, quasi ins Digitale transformiert werden. Aber dass man wirklich das Digitale nutzt, um dann auch ganz neue Erfahrungen zu schaffen, das sehen wir noch nicht ganz. Und das wünschen wir uns aber ganz klar. Ein Beispiel, es gibt jetzt eine Schule, das hat mir letztens ein Berufsschüler erzählt, da wird jetzt das Schweißen, wird jetzt mit Virtual Reality beigebracht. Das heißt, man muss nicht mehr die ganzen Kosten aufbringen fürs Schweißen, es ist weniger aufwendig, es ist alles viel, viel einfacher. Und das sind wirklich diese Prozesse, die wir eigentlich brauchen. Wir brauchen Prozesse, in denen eben nicht einfach das bestehende Analoge ins Digitale übertragen wird, sondern eben ganz neue auch Möglichkeiten geschaffen werden durch das Digitale. Zum Beispiel eben das Schweißen mit VR. Und dahin müssen wir noch kommen. Also unser Zwischenfazit ist aktuell, wir sind dabei bei der Digitalisierung, aber wir haben bisher einfach nur ein Digitalisieren von Bestehendem und nicht Neues geschaffen, was eben auch digital ist.
Also noch nicht das ganze Erschließen aller Potenziale, die es damit gibt. Frau Krumwiede-Steiner, Sie kommen ja als Lehrerin direkt aus der Praxis und kennen auch die politischen Stellschrauben. Daher die Frage, woran liegt es denn, dass wir noch nicht alle Potenziale in den Klassenzimmern erschlossen haben? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und dass ich jetzt so als frische Abgeordnete hier auch schon etwas dazu sagen darf. Also ich kann wenn man das einmal sich anschaut, wo es in Deutschland hakt an der Digitalisierung, dann ist es ja zum einen wirklich erstmal die Technik. Also ich kann das aus persönlicher Erfahrung sagen, ich unterrichtete an einer Gesamtschule im Ruhrgebiet, die im Glasfasernetzwerkanschluss an letzter Reihe steht. Also das heißt, wenn ich aus dem Deutschen Bundestag wieder ins Klassenzimmer zurückkomme, hat meine Schule immer noch keinen Glasfaseranschluss. Und wenn der Anschluss einmal gelegt ist, dann heißt es auch immer noch nicht, dass an der Schule dann auch WLAN ist. So, ich habe mich gerade schon mit dem Kollegen von der Berufsschule Neidisch unterhalten, wo das ja deutlich besser ist. Also das heißt, es hängt sehr stark von den Ländern und den Kommunen ab, wie die ausgestattet sind, wann die angefangen haben, wirklich auch die Grundlagen dafür zu schaffen, dass man überhaupt digital arbeiten kann. Und das wäre dann eben auch schon quasi eine erste Stellschraube, wo man sagen muss, ja, wenn der Bund die Länder besser unterstützt, das heißt, wir müssen am Bildungsföderalismus arbeiten. Das haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht. Und Digitalpakt 1 war sehr gut und ein richtiger, wichtiger Schritt. Das heißt aber für meine alte Schule konkret, die SchülerInnen haben Tablets, aber sie können damit nichts anfangen. Und das ist genau das, was Fabian Fabricius gerade angesprochen hat. Also wir brauchen didaktisch sinnvolle Ansätze und die können wir zwar entwickeln, aber nicht umsetzen, wenn die Technik nicht funktioniert. Und das ist ein Riesenproblem in Deutschland. So, fangen wir erstmal damit an. Ja, vielen Dank. Also auch auf jeden Fall auf dem Weg in die, in die digitale Ausstattung noch einige Hürden zu nehmen. Herr Stepun, Sie sind schon seit knapp 30 Jahren im Schulbetrieb tätig und setzen sich an Ihrer Schule schon sehr lange für die Integration des technologischen Wandels ein. Was hat Sie dazu bewegt und wie blicken Sie auf die letzten Jahre hinsichtlich des Status quo auch insgesamt aus Ihrem Blick aus der Vorreiterschule? Ja, was hat uns dazu bewegt, in die Digitalisierung zu gehen? Der wichtigste Grund ist als Berufsschule, dass wir hier auf Augenhöhe mit den Ausbildungsbetrieben sind. Und das ist auch das, was wir bei uns an der Schule versuchen zu erreichen, dass wir im Endeffekt, was beispielsweise die Technik angeht, die auch gerade der Herr Fabricius genannt hatte, das Beispiel mit dem Schweißen, dass man so etwas eben in einer Schule auch umsetzt. Das heißt, dass die Berufsschüler diese Techniken in der Schule lernen und eigentlich nicht im Betrieb, sondern dass sie in der Schule die Grundlagen erlangen und dann im Endeffekt im Betrieb sich noch weiter bilden und dort Fortschritte machen. Das kann man, wie kann man das beschreiben? Man muss früh anfangen. Also wir in Köln sind als Schule ein echter Störfaktor für unseren Schulträger, denn wir sind immer mit Ideen gekommen, die der Schulträger eigentlich nicht auf der Liste hatte. Und das Beispiel von der Frau Krumwiede-Steiner mit dem WLAN, da musste ich natürlich schmunzeln. Unsere Schule hat seit 2007 ein schulweites WLAN. Das heißt, wir haben damals dem Schulträger gesagt, wir brauchen ein WLAN. Und dann haben die gesagt, ja, wir wissen nicht, wie wir das supporten können. Und dann gab es das Agreement, die geben uns Geld, wir besorgen im Endeffekt das WLAN und verwalten es selbst. Und das war dann quasi der erste Schritt, dass man in diese Digitalisierung kommt. Und so ist es bei uns in Köln. Der Schulträger hat dann relativ schnell aufgeholt. Also da muss ich dem Herrn Fabricius sagen, wir sind auch soweit. Bei uns nutzt man auch schon Virtual Reality im Unterricht. Wir nutzen humanoide Roboter im Unterricht. Wir nutzen seit 2 Jahren auch künstliche Intelligenz. Wir schreiben Klassenarbeiten mit ChatGPT. Das heißt, die Schüler nutzen ChatGPT in einer Klassenarbeit und nicht der Lehrer erstellt die Klausur damit. Das wird er wahrscheinlich zusätzlich auch machen. Aber wir müssen gucken, und das ist, glaube ich, das primäre Ziel, dass wir mit den Ausbildungsbetrieben wirklich auf Augenhöhe sind und da richtig supporten können und nicht hinterherlaufen. Ja, auf das, was Sie alles in Ihrer Schule umsetzen, da kommen wir nachher auch noch mal genauer zu sprechen. Das ist wirklich beeindruckend. Stichwort Zusammenarbeit Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe. Frau Ramp, Sie haben ja einen direkten Draht zu den Betrieben. Wie bewerten Sie von Arbeitgeberseite den Status quo hinsichtlich der Digitalisierung an Berufsschulen? Und was bekommen Sie vielleicht auch von den ausbildenden Betrieben für Rückmeldungen?
Also erstmal vielen Dank auch meinerseits für die Einladung heute. Ich glaube, ich kann das ein bisschen spiegeln, was Herr Steppung gesagt hat. Es ist sehr unterschiedlich. Also wir haben ja auch Arbeitgeber, die nicht, was die Digitalisierung anbelangt, immer auf dem absoluten neuesten Stand sind. Und wir kriegen aber auch gespiegelt, dass es eben Berufsschulen gibt, die das auch nicht sind. Also dann lernen die Auszubildenden im Betrieb an bestimmten Geräten mit einem hohen Standard an Digitalisierung und kommen in ja, Berufsschulen, die das dann nicht spiegeln können. Und unser Wunsch wäre natürlich, dass wir da nach Möglichkeit irgendwo auf Augenhöhe in beiden Bereichen kommen. Ich glaube, da ist auch viel möglich. Das passiert auch in Teilen mit guten Kooperationen auch zwischen den Betrieben und den Berufsschulen. Das würden wir uns wünschen und das ist auch das, was wir gespiegelt kriegen. Ich glaube, es ist nicht immer nur eine Frage der technischen Ausstattung, sondern eben auch eine Frage der Lehrkräfte beziehungsweise der Leitungen dann in den bestimmten Bereichen, die sich auch auf die Hinterbeine stellen. Und da ist es dann wieder eine Frage der, ja, auch der Fortbildung, wie weit sind die Lehrkräfte jeweils auf dem aktuellsten Stand. Und auch das ist etwas, was wir gespiegelt kriegen, ist ein bisschen unterschiedlich. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass wir mehrere oder mehr Berufsschulen der Art hätten, die dann auch auf ihren Schulträger zugehen und sagen, wir brauchen hier was und wir kümmern uns selbst im Sinne einer, ja, ich sag mal, selbstständigen Schule. Aber das hängt natürlich immer von Einzelpersonen ab. Ja, Herr Steppung, ich möchte da nochmal bei Ihnen genauer nachfragen, Stichwort Zusammenarbeit, Betriebe und Berufsschulen. Was können Sie uns denn aus der Praxis Ihrer Schule noch über die Zusammenarbeit mit den Betrieben berichten? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da müssen Berufsschulen auch aktiv sein. Bei uns ist es so, wir sind ein kaufmännisches Berufskolleg. Das heißt also in dem Moment, wenn es in die tiefere Technik geht, sind wir auch hilflos. Und wir suchen uns dann einfach Partner im Umfeld, also im regionalen Umfeld, die uns dann versuchen zu unterstützen. Also sowohl bei Virtual Reality, hier arbeiten wir mit einem Startup zusammen. In anderen Bereichen Robotik haben wir auch Partner gesucht, die sich dort auskennen, die uns dann halt unterstützen. Und dort versuchen wir ein Miteinander zu realisieren. Denn wir sind ja, viele Ausbildungsbetriebe haben Interesse an Auszubildenden, weil wir ja diesen Fachkräftemangel haben. Das heißt, hier versuchen wir eigentlich so eine Win-Win-Situation zu bekommen, indem wir sagen, okay, ihr helft uns ein bisschen technisch, wenn wir nicht mehr weiter können. Und wir geben euch die Möglichkeit, relativ früh auch auf mögliche Auszubildende zuzugreifen, wo wir sagen können, hier haben wir Schüler, guckt mal, bewerbt euch mal bei dem Unternehmen. Da kann man dann also wirklich gut zusammenkommen und ganz wichtig, das dürfen nicht nur Auszubildende oder Ausbildungsbetriebe sein, wir haben auch viele Kooperationen mit Universitäten und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, denn da steckt ja unheimlich viel Know-how, denen aber auch wieder die praktische Schulerfahrung fehlt und wenn man mit solchen Partnern dann ins Gespräch kommt und Szenarien entwickelt, dann hat man dort also wirklich große Fortschritte, die man machen kann. Also Kooperation, auch hier ein ganz wichtiges Stichwort mit unterschiedlichen anderen Organisationen, seien es die Betriebe, seien es aber auch andere Universitäten zum Beispiel. Jetzt haben wir darüber gesprochen, woran es an manchen Stellen noch hapert und Stichwort Fortbildung und für der Lehrkräfte und auch bei der technischen Ausstattung gibt es noch große regionale Unterschiede. Ich möchte aber jetzt mit Ihnen auch einmal noch darauf schauen, warum wir denn daran arbeiten müssen und welche Möglichkeiten die Digitalisierung denn für die Berufsschulen bringt. Herr Fabricius, Sie haben es eben auch schon angesprochen, aber ich möchte noch mal genau nachfragen, welche Chancen sehen Sie im digitalen Lernen, also insbesondere auch vielleicht in der Berufsschule und bei der dualen Ausbildung? Also erstmal natürlich der große Effekt, dass das Lernen viel lebensnaher wird. Also wir haben da draußen eine Berufswelt, die wird zunehmend digitalisiert, da sind uns, glaube ich, alle einig. Und was wir gerade schon erleben, in berufsbildenden Schulen, aber auch in allgemeinbildenden Schulen, ist, dass einfach die Schulen da derart hinterherhängen, dass die Art, wie wir lernen, eben die Art des analogen Lernens einfach nicht mehr nah dran ist an dem, was wir da draußen erleben, wenn wir fertig sind mit der Schule. Von daher, glaube ich, schafft man es dadurch in erster Linie auch, die Schulen viel näher an das zu bringen, was am Ende die Absolventen auch dann bearbeiten im Arbeitsleben. Aber darüber hinaus, glaube ich, ist es auf jeden Fall ein riesiger Mehrwert, wenn man es eben schaffen kann, auch im Kontext von Fachkräftemangel kann man einfach auch Ressourcen sparen, ganz banal. Also nehmen wir zum Beispiel das VR-Schweißen. Da muss dann eben niemand daneben stehen und irgendwie die ganze Zeit betreuen, weil es natürlich auch viel mehr Möglichkeiten birgt, auch vor dem Hintergrund Ressourcen sparen zu agieren. Von daher, wir glauben, es gibt Schülern die Möglichkeit, näher ans Leben ranzukommen und gleichzeitig auch die Möglichkeit, mehr Erfahrungen sammeln zu können, weil einfach die Schwelle viel niedriger ist, als wenn ich jetzt analog mir
was er schweißen muss, weil eben einfach die Ressourcen niedriger sind. Von daher glauben wir, sind da große Chancen auf jeden Fall auf dem Spiel. Ja, ja, Herr Stepun, Sie haben es eben auch schon kurz erwähnt. Sie setzen am EGB seit 2019 VR ein. Sie arbeiten schon mit KI und Sie haben im Vorfeld auch, und Sie haben es auch gerade schon angesprochen, von den humanoiden Robotern Pepper und Nao erzählt. Welchen Mehrwert bietet der Einsatz dieser digitalen Technologien an Ihrer Schule für die Schülerinnen und Schüler? Ich mache es mal an dem Beispiel der Roboter fest. Hier arbeitet eine Robotik AG, das heißt, hier sind freiwillige Schüler, die sich überhaupt für Digitalisierung, für solche Technologien interessieren. Und wir haben dort ein Projekt mit einem Ausbildungs-, mit einem Unternehmen gestartet, das heißt Kids Care. Und hier sind wir mit der Robotik AG in ein Kinderkrankenhaus gegangen, um dort die Kinder vormittags mit den Robotern zu bespielen. Und hier hatte man jetzt den großen Vorteil, unsere Auszubildenden, die sich dafür interessieren, müssen jetzt nicht nur programmieren. Das heißt, sie müssen nicht nur wissen, wie funktioniert ein Nao, wie funktioniert ein Pepper, wie kann ich mit der Software umgehen, sondern sie mussten jetzt auch überlegen, wie kann man eigentlich einen jungen Menschen, ein Kind ansprechen? Was muss der Roboter dafür tun? Das heißt also, hier sind unheimlich viele soziale Kompetenzen im Hintergrund. Und da wir auch das Problem haben, das wir, hatte ich eben schon erklärt, nicht technisch so versiert sind, müssen unsere Schüler natürlich an der Stelle auch recherchieren. Das heißt, sie müssen unsere Lernplattformen nutzen, sie müssen das Internet nutzen, sie müssen ChatGPT nutzen, sie müssen miteinander kommunizieren, sie müssen also miteinander versuchen, solche Szenarien für das Kinderkrankenhaus zu erstellen. Und das heißt, sie haben auch einen Rollenwechsel. Sie haben also in dem Moment auch den Wechsel, dass sie einmal Schüler sind, Auszubildender, aber sie sind auch Lehrer, weil sie müssen sich in eine völlig andere Rolle versetzen und anderen Kindern zum Beispiel Spiele beibringen über die Roboter. Und das macht das, glaube ich, für die Auszubildenden auch richtig interessant. Ja, mich hat hier nebenbei noch eine Frage aus dem Chat erreicht, die ich gerne direkt auch an Sie stellen möchte, Herr Stepun, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Welches Kontingent an Zeit haben die Lehrkräfte bei Ihnen für die Weiterentwicklung und die Weiterbildung und die Organisation der genannten Kooperation? Das kann man ja erfahrungsgemäß nicht nebenbei erledigen. Wie gestalten Sie das an Ihrer Schule? Wie machen Sie das möglich? Ja, also das Kontingent beträgt 0 Stunden. Das heißt also, die Kollegen, die in diesen Bereichen arbeiten, machen das on top. On top zu ihrem Stundenplan, zum großen Teil aus Interesse. Zum anderen auch, um überhaupt diese Möglichkeit auch zu haben, diese Technologien selbst kennenzulernen. Und natürlich aus irgendwo auch aus Idealismus, weil man einfach sagt, wenn man selbst in der Schule nichts tut, und das haben wir sehr häufig eben schon gemerkt, das heißt, Entwicklung in einer Schule muss auch von innen kommen. Und das kommt bei uns durch das Kollegium, weil das Kollegium eben auch seit vielen Jahren schon gewöhnt ist, digital zu arbeiten und sich eben auch mit neuen Technologien, mit Schlüsseltechnologien zu beschäftigen, die vielleicht noch nicht überall im Unterricht auftauchen, die uns aber relativ schnell erreichen werden, wie wir es jetzt mit ChatGPT gesehen haben. KI gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt mit dem Türöffner ChatGPT ist auf einmal künstliche Intelligenz in jedermann Munde. Ja? Und es gibt jedes zweite Buch wird jetzt über KI veröffentlicht, jeder zweite Workshop läuft mit KI. Und das heißt, hier müssen wir schauen, dass wir auch nicht überrannt werden. Das heißt also auch schon proaktiv sich mit den Technologien beschäftigen. Und das versuchen wir halt im Kollegium umzusetzen. Also ja, vor allem proaktiv auch von der Schule agieren. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Möglichkeiten der Digitalisierung in Berufsschulen. Und Frau Ramp, vielleicht hilft ja auch die Zusammenarbeit zwischen den Berufsschulen und den Betrieben auch, das möglich zu machen, was bei Herr Stepun zum Beispiel an der Schule schon umgesetzt wird und auch an anderen Schulen da eben dann ja, Zeit zu schaffen, um diese Entwicklungen auch voranzubringen. Wie blicken Sie da auf die Möglichkeiten und ja, inwiefern stärkt die Digitalisierung am Berufsschulen auch die Attraktivität neuer Ausbildungsberufe? Also zur ersten Frage, ich glaube, Herr Stepun hat schon deutlich gemacht, wie viel möglich ist. Also entscheidend ist, dass Berufsschulen, Berufskollegs sich mit ihren Partnern im Netzwerk zusammentun und versuchen, hier gemeinsam auch Lösungen zu finden. Es ist klar, dass nicht jede Berufsschule sich das bis ins kleinste Detail die digitale Ausstattung leisten kann und auch, ich sag mal, das Personal dazu hat, das alles zu bedienen und dann auch voranzubringen. Aber ich glaube, die Neugier auf Neues, die Bereitschaft zu sehen, was in den Bereichen, die gelehrt werden, gebraucht wird und dann die Fähigkeit rauszugehen, sich zu vernetzen mit den Partnern, seien
Universitäten und Betriebe, die natürlich naheliegend sind, das ist das, was gefragt ist und das dann auch sicherlich dazu beitragen kann, die eine oder andere Lücke im Digitalen, im Finanziellen, vielleicht auch in der Fortbildung zu schließen oder auch im Zeitbudget der Lehrkräfte, die ja überall immer weniger werden. Das ist, glaube ich, zwingend. Was war die Frage 2 nochmal? Sorry. Genau, die Frage 2 zielte auf die Attraktivität der Ausbildungsberufe ab und gerade auch hinsichtlich eben des Fachkräftemangels im MINT-Bereich. Also ich würde sagen, inzwischen ist eigentlich in jeder Ausbildung ist es Standard, dass die digitale Kompetenz notwendig werden. Das ist natürlich unterschiedlich, was man lernt, aber in den entsprechenden Lernstandards wird das inzwischen gefordert. Und insofern ist es zwingend, dass in Berufsschulen das gelernt wird, gelehrt wird, dass es auch ansatzweise auf dem Stand der Technik ist, beziehungsweise dann Partner vorhanden sind, die das hinkriegen, um die Attraktivität zu erhöhen. Ich sage mal so, die jungen Menschen, die jetzt in Ausbildung sind, sind in der Regel Digital Natives und die brauchen auch den digitalen Zugang. Das heißt nicht, dass sie da spielen, zocken oder was auch immer, aber sie müssen sich schon in ihrer Welt irgendwie wieder zu Hause finden. Dann ist es natürlich zwingend, dass es an beiden Lernorten, also im Betrieb und in der Berufsschule, da Möglichkeiten gibt. Und wenn sie nicht an der einen Stelle genau vorhanden sind, dass man sich dann auch miteinander irgendwie zu guten Lösungen findet. Wir alle wissen, wir tun viel dafür, dass die duale Ausbildung attraktiv bleibt. Und ich glaube, gerade dieses Miteinander gehört zu den Dingen, die sie attraktiv machen kann. Und da kann ich immer nur aufrufen in beide Richtungen, dass man sich einfach zusammentut. Mit weiteren Partnern. Ja, Frau Krumwiede-Steiner, ich möchte gerne Sie fragen, auch hinsichtlich der Lehrkräfte. Welche Möglichkeiten bieten innovative Lehr- und Lernkonzepte auch für die Lehrkräfte, wenn es um Vermittlung von Inhalten geht? Und wie können wir die Lehrkräfte da auch am besten abholen? Ja, ich meine, das ist eigentlich ganz einfach, weil jede Lehrkraft profitiert davon, wenn Schülerinnen und Schüler gut lernen. Also jeder gute Schüler, jede gute Schülerin ist weniger Arbeit. Deswegen ist das natürlich ein Win-Win-Projekt. Ja? Und wenn ich so machen kann, wenn ich die Möglichkeiten so habe, wie die Herr Steppohn das hat, dann habe ich am Ende des Tages natürlich SchülerInnen, die nicht nur was gelernt haben und die nicht nur irgendwie eine Ahnung haben, sondern die wirklich was verstanden haben und das dann auch noch anwenden können. Und wenn ich an dem Punkt bin, dann ist das ja eine enorme Arbeitserleichterung. So, und wenn man das erstmal als Win-Win betrachtet, dann ist das ganz gut. Unabhängig davon ist das ja aber auch etwas, was ja auch die Lehrkräfte erleichtert. Also wenn wir mal zum Beispiel daran denken an sprachliche Differenzierung, also Scaffolding oder sprachsensibles Unterrichten, was eben auch immer wichtiger wird, da hilft KI ja ungemein. Also ich kann mittlerweile in jede künstliche Intelligenz oder in Software irgendwas eingeben und sagen, mach diesen Text leichter. Oder erstelle ein Glossar oder irgendwas, das erleichtert mir als Lehrkraft ja auch ungemein die Arbeit. Natürlich muss man das dann nochmal überprüfen, ja. Aber das ist etwas, wo da sind ja die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und wenn man das als Chance nutzt, didaktisch sinnvoll diese Dinge einzusetzen, finde ich das sehr gut. Ich möchte nochmal aber zurück auf diesen Ansatz der Digital Natives, weil wir ja eben eigentlich das auch ein bisschen anders erleben. Also Digital Native heißt eben manchmal auch, man hat so einen verlängerten Arm mit dem Mobiltelefon, mit dem Smartphone, aber kann jetzt auch nicht wirklich Programme wie Office oder sowas benutzen. Ja, also das heißt, da muss natürlich eine Kompetenz auch noch ausgebildet werden. Das heißt, deswegen ist es schon ursächlich und wichtig, dass das digitale Lernen eben auch in der Schule stattfindet und wir nicht davon ausgehen können, ach, die wachsen sowieso mit den Medien auf, die können das. Das sehe ich nämlich nicht. Also wenn ich in der 9. Klasse sage, lass uns mal eine Bewerbung in Word schreiben, dann wissen ganz viele schon gar nicht, wie man überhaupt Word öffnet oder geschweige denn, wie man USB-Stick oder sowas anschließt. Und das liegt aber daran, dass es eben vorher nicht beigebracht worden ist. Und deswegen ist es wichtig, dass Politik da ansetzt und mit so Programmen wie jetzt dem Staatschancenprogramm oder dem hoffentlich bald kommenden Digitalpakt 2.0 da ansetzt und eben genau da rein investiert, auch schon in die Grundschulen, dass diese Basics gesetzt wurden. Sind die sich natürlich immer ändern? Also das ist natürlich dynamisch. Ja? Also vielleicht gibt es auch irgendwann kein Word mehr. Ne? Das vermag ich gar nicht so beurteilen. Und dazu gehört aber auch die Kompetenz, auch einfach Recherche zu betreiben. Ja, also ChatGPT, das hat mich so gefreut, Herr Steppfund, dass Sie das gerade gesagt haben. Ja, bei uns, die schreiben auch Klassenarbeiten mit ChatGPT. Die Lehrerzimmer
diskutieren noch darüber, ob man das überhaupt einsetzen darf, ob man das überhaupt nutzen darf im Unterricht, wenn man eine Frage hat. Das ist ja wohl völlig klar. Also wenn ich recherchieren möchte, dann nutze ich jetzt heutzutage ChatGPT und lerne daran, Fakten zu überprüfen, zu gucken, ist das richtig, was ich hier herausgeschrieben habe. Und das sind auch so basale Kompetenzen, dass man früher mit dem Lexikon gemacht hat, muss man jetzt eben anders lernen. Und dafür sind Medienkompetenzrahmen wichtig, die haben ja alle Länder mittlerweile. Und wenn man da das eben wirklich sukzessive durchgeht und eine Kompetenz abhakt und zur nächsten kommt und dann nicht an der Technik scheitert, dann wäre es optimal. Ja, Herr Fabricius, Sie haben mir signalisiert, Sie möchten gerne direkt reagieren. Ja, vielen Dank, Frau Krummiede-Steiner, dass Sie diesen Punkt der Medienbildung ansprechen, weil ich da auch selbst als Digital Native ganz selbstkritisch auch sagen muss, es gibt da draußen super viele Schüler, die einfach überfordert sind von dieser ganzen Digitalisierung. Und das ist nicht nur in beruflichen Schulen so, das ist einfach in allen Arten von Schulen so. Wir haben einfach eine Digitalisierungspolitik im Bildungsbereich, die fast komplett darauf einfach basiert, einfach Geräte in die Klassenzimmer zu spülen. Und da ist einfach super wichtig, dass wir eben diese Digitalisierungsskills auch vermitteln. Und natürlich, das ist Office, das sind USB-Sticks, aber das ist auch das Verarbeiten von Informationen. Wir reden viel darüber, wie die AfD auf TikTok agiert und so weiter. Also muss man ganzheitlicher denken. Und dann wir auch als Schülerschaft ganz klar die Erwartung, dass die Politik jetzt auch mit dem Digitalpakt 2.0 eine Lösung findet, die uns auch diese Skills an die Hand gibt. Ein Beispiel, meine Schwester ist in der 9. Klasse, sie ist nicht an einer beruflichen Schule, aber das Problem ist das gleiche. Und die haben jetzt einfach iPads hingelegt bekommen. Und ihnen wurde nie erklärt, in irgendeiner Weise, wie man damit umzugehen hat. Und am Ende hat sich die Lehrkraft aber gewundert, warum die Leute dann am Ende Clash of Clans auf den iPads gespielt haben während der Unterrichtszeit. Und deshalb ist es super wichtig, diese Kompetenzen mitzubringen. Aber, und das muss ich nochmal dazu sagen, das gilt nicht nur für Schüler. Das gilt auch und wahrscheinlich sogar vor allem für Lehrkräfte. Und was wir gerade sehen, ist, dass wir eine Entwicklung haben der Digitalisierung, die immer schneller wird natürlich. Und wir Schüler können da mithalten. Wir sind ja Digital Natives, wir sind ja auch irgendwie aktiv und auch bei KI oder so, wir bleiben am Ball sozusagen. Aber bei den Lehrkräften gibt es einfach viele, die da komplett zurückfallen. Es gibt auf der einen Seite die Lehrkräfte, die riesigen Spaß daran haben, sich ausprobieren, die da auch experimentieren. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Lehrkräfte, die nach Corona richtig Spaß daran hatten, wieder ihre Arbeitsblätter in die Hand zu nehmen. Und da es zu schaffen, dass wir alle Lehrkräfte an die Hand nehmen und nicht nur diejenigen, die da auch ja, Lust dran haben, das ist super schwierig. Und deshalb, mit Verlaub, Herr Steppuhn, ich habe das so ein bisschen ja, auch kritisch gesehen, was Sie gesagt haben, dass man das komplett freiwillig macht, diese Weiterbildungen. Weil wenn wir nur freiwillige Weiterbildungen haben, dann erreicht das wieder nur die Idealisten, nur die Leute, die sowieso Spaß an Digitalisierung haben und wirklich, um die 60-jährigen Lehrkräfte zu erreichen, die immer noch mit Arbeitsblättern arbeiten, um die zu erreichen, da müssen wir auch mit Verpflichtungen zum Beispiel arbeiten. Also kurz gesagt, wir brauchen diese Medienbildung auf jeden Fall bei Schülern, aber mindestens genau so auch bei Lehrkräften. Ja, wir haben gestern ja auch sehr intensiv über den Digitalpakt diskutiert und der Einsatz oder die Digitalisierung an Schulen bedeutet eben nicht nur technische Ausstattung bereitstellen, sondern natürlich auch mediendidaktische Aufarbeitung der Nutzung dieser Tools. Darum muss es auf jeden Fall auch gehen. Frau Krummiede-Steiner, Sie haben das Startchancenprogramm schon erwähnt und es braucht für die digitale Ausstattung der Berufsschulen ganz sicher einen Digitalpakt 2.0. Aber ich möchte Sie gerne noch mal genauer fragen, welchen Beitrag kann denn auch das Startchancenprogramm leisten, wenn es um die Weiterentwicklung des digitalen Lernens geht? Das Startchancenprogramm ist eines der größten und vor allem auch langfristigsten angelegten Projekte, wo der Bund sich quasi in Länderhoheit einmischen darf. Das ist auf 10 Jahre angelegt und das hat vor allem im Fokus die Grundschulen. Das tangiert die Debatte jetzt, ich habe das gerade eben schon angesprochen, nicht direkt, aber die Grundschulen sind eben diejenigen, die die basalen Kompetenzen vermitteln. Und wenn wir in der Grundschule schon damit anfangen, also Medienkompetenzrahmen Stufe 1, Recherche, ja, also wenn wir damit schon anfangen, in ausgewählten Suchmaschinen mit den SchülerInnen anzufangen, zu arbeiten, Fakten zu checken, das kann man spielerisch machen. Wenn man schon mit GrundschülerInnen anfängt, PowerPoint-Präsentationen oder kleine Videos zu drehen, Erklärvideos oder was auch immer, dann ist das der richtige Ort. Und wir haben jetzt mit Startchancen eben tatsächlich etwas geschafft, was vorher nicht da war, nämlich dass Ungleiches ungleich behandelt wird. Damit ist es so eine Phrase, ne? Aber damit ist wirklich gemeint, dass eben gerade die Schulen, die die besondersten Herausforderungen haben mit SchülerInnen, bei denen zu Hause eben kein Drucker steht, kein Laptop steht, die überhaupt kein digitales Endgerät haben, dass das mit denen dann gezielt angegangen werden kann. Und das ist natürlich die Chance, weil ich sehe schon, dass wir die Grundschulen da ganz aktiv brauchen, um eben so
diese Basics zu setzen. Ja? Und das muss dann aber eben auch in der 5. Klasse weitergehen. Und wir können jetzt nicht sagen, nur die Grundschullehrkräfte sollen sich jetzt noch weiter auf den Weg machen. Die haben das übrigens sehr früh gemacht. Also als die Medienkompetenzrahmen eingeführt worden sind, das war so ungefähr 2014, 15, verbindlich in allen Ländern, waren die Grundschulen mit die ersten, die dann eben auch vom Digitalpakt 1 profitiert haben und sich auf den Weg gemacht haben und Fortbildungen gemacht haben, aber eben immer noch nicht die Technik teilweise haben. Und das dann müssen aber die Lehrkräfte an der weiterführenden Schule natürlich auch mitziehen. Ich würde nie sagen, dass man Lehrkräfte zu irgendwas flächendeckend verpflichten kann. Es wird immer noch Lehrkräfte geben, die können Wissen hervorragend vermitteln, ohne jemals ein digitales Endgerät im Klassenraum benutzt zu haben. Das ist auch okay, das darf es auch geben. Aber da muss es eben andere geben, die genau das auffangen und kompensieren und dann eben genau diese Kompetenzen vermitteln. Denn es ist richtig, wenn man jetzt in einem Lehrerkollegium fragt, machen Sie mal ein automatisches Inhaltsverzeichnis in Word, kann das bestimmt viele geben, die das nicht, noch nicht können. So, was auch nicht schlimm ist, weil es kommt immer darauf an, was man braucht. Aber ich denke, dass Startchancen da der richtige Ansatz ist, um eben genau die Schulen zu erwischen, die vorher einfach durchs Raster gerutscht sind. Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Herr Stepun, Sie haben ja an Ihrer Berufsschule in Eigenregie die Fortbildung entwickelt. Wir haben darüber gesprochen. Und die werden mittlerweile ja auch von externen Personen genutzt, also auch von anderen Berufsschullehrern zum Beispiel. Und dann können die eben von ihren Best Practices lernen. Wie kann man das denn in die Fläche tragen? Also was braucht es, damit es mehr solcher Beispiele gibt und welche Unterstützung sollte es da geben? Wie kann man sowas vielleicht institutionalisieren? Was würden Sie sich dafür wünschen, für Rahmenbedingungen wünschen? Also das Projekt, was Sie da genannt haben, das hat bei uns gut funktioniert. Und Sie haben ja eben auch schon viel gehört, dass wir im Endeffekt immer alleine eine Lösung gesucht haben, weil wir immer festgestellt haben, dass von den Schulträgern oder seitens des Ministeriums sehr häufig noch keine Lösungen da sind. Das heißt, wir haben immer selbst Lösungen gesucht. Und das halte ich auch für die beste Lösung eigentlich, dass eine Schule das wieder von innen heraus schafft. Denn wenn wir Fortbildungen geben in unserem Kollegium, dann holen wir die Kollegen dort ab, wo sie gerade stehen. Ich habe früher sehr viele Fortbildungen besucht und hatte das Problem, dass dann Fortbildungen, jetzt, das ist nicht negativ gemeint, aber auch von Kolleginnen und Kollegen gehalten werden, die mir 2 Stunden voraus sind. Und das sind dann keine Profis. Und da muss man so einen Mittelweg finden, dass man sagt, man braucht gute Leute, aber eine Schule muss auf das fortgebildet werden, was sie als Infrastruktur vor Ort hat. Ja, das heißt also, wenn ich lernen muss, mit einem Tablet umzugehen, dann muss ich aber auch wissen, wie ist überhaupt die Infrastruktur in meiner Schule? Also wo muss ich mich anmelden, wie muss ich mich anmelden? Und da sind so generelle Fortbildungen eigentlich nicht geeignet. Und das war der Grund, warum wir das von uns aus wieder intern gemacht haben. Also ja, wir haben ein internes Fortbildungskonzept, 5-stufig, wo auch Schüler involviert sind, wo also auch Schüler unsere Lehrer schulen. Ja, also der Herr Fabricius hat ja gerade gesagt, er findet es nicht so gut, wenn es immer nur ein paar tun. Aber die paar, die richtig was gut können, die setzen wir dann auch ein. Das sind bei uns sogenannte E-Scouts, die dann auch die Kollegen schulen oder auch andere Schüler schulen. Und das geht dann bei uns hin bis zu einem Fortbildungskonzept, was wir MyEWorld nennen, wo wir die Fortbildung für digitale Schlüsseltechnologien durchführen. Also dazu gehören dann Computer der Zukunft, Nanotechnologie, Virtual Reality, Augmented Reality, Robotik. Dort wird auch geschaut, wie sieht es mit Datensicherheit und Datenschutz aus. Ein ganz wesentlicher Punkt, der aber auch die ganzen Schüler betrifft. Also wie verhalte ich mich, wo muss ich darauf achten? Sie hatten das ja eben genannt, die Problematik der AfD, die Fake-Problematik überhaupt durch KI. Das heißt, das ist auch wichtig für unsere Demokratie und das müssen auch Schüler und Schülerinnen lernen und können, genau wie der Umgang mit eigenen Passwörtern. Ja? Und ich bin immer ein Verfechter, wo ich sage, eine Schule schafft das eigentlich am besten von sich heraus, diese Anforderungen zu meistern, als wenn man immer auf fremde Hilfe wartet, die ja auch leider vom Ministerium meistens immer verspätet kommt. Ja, also das beste Beispiel, was wir auch eben gehört haben, wir haben auch Tablets bekommen, auch sehr viele, aber die kamen nach Corona und da, wo wir sie eigentlich nicht mehr brauchten, in Anführungszeichen. Das heißt also, um hier wirklich mitspielen zu können, um wieder auf Augenhöhe zu den Betrieben zu sein, müssen Schulen viel von sich aus, von innen heraus tun.
Ich würde da gerne nochmal drauf eingehen, was Sie sagen, Herr Stepun, weil da auch so ein bisschen durchklingt diese Frage von, welche Rolle spielen Schüler eigentlich bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Digitalisierungsprozessen? Ich finde super, dass Sie da auch Schüler so sehr einbinden, weil ich glaube, gerade wenn wir über Digitalisierung sprechen und gerade an beruflichen Schulen, wo ja viel auch von den Fähigkeiten und der Praxis auch von eben, ja, Studierenden abhängt, oder den Schülern dort, da ist, glaube ich, super wichtig, dass man Schüler auch mit an Bord nimmt. Weil wenn man eben zum Beispiel dann anfängt, Tools zu benutzen oder Plattformen zu benutzen oder Kommunikationskanäle zu benutzen, die einfach den Schülern sozusagen aufgestülpt werden, top-down, dann führt es ganz oft dazu, dass dann einfach auch so ein bisschen so eine Anti-Haltung besteht und gegen diese Digitalisierung. Weil es ja eine Digitalisierung ist, die man nicht irgendwie selbst gestaltet hat als Schüler, sondern eine Digitalisierung, die von oben herab irgendwie draufgepackt wurde. Und deshalb bei den Fragen von, welche Plattform benutzt man, wo setzt man überhaupt Digitalisierung ein, Schüler mit einzubeziehen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und eben auch offen zu sein für die Ideen von Schülern. Wie anfangs gesagt, wir haben immer noch eine Digitalisierung, die nur Bestehendes digitalisiert, aber nicht Neues Digitales schafft. Und Schüler haben da super, super viele verschiedene Ideen, auch wenn sie manchmal ein bisschen visionär und verrückt sind. Und da auch offen für zu sein, eine Offenheit mitzubringen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil diese super schnelle Veränderung, die wir jetzt erleben, auch in Schulen, aber auch gesamtgesellschaftlich, die können wir, glaube ich, nur hinkriegen, wenn wir da auch wirklich alle an Bord mitnehmen. Sonst kriegen wir diese Trotzhaltung und auch den Backlash von Schülern, die sich dann vielleicht sogar gegen Digitalisierung wehren. Da haben Sie vollkommen recht. Das funktioniert natürlich nur mit der Veränderung der Lehrerrolle. Das heißt, der Lehrer muss an der Stelle natürlich auch sehen, dass sein Schüler sehr häufig mit ihm auch auf Augenhöhe ist oder sogar noch über ihm steht, weil er sich den ganzen Tag schon mit vielen Dingen im Betrieb beschäftigt und dort viel mehr Know-how mitbringt wie mancher Lehrer. Und das ist wichtig, dass man sich das austauscht und dass man eben den Schüler dann auch an der Stelle nicht nur fördert, sondern auch fordert, seine Kenntnisse mit einzubringen. Ja, es ist schön zu sehen, dass es da auch schon eben positive Beispiele gibt, wo die Schüler eben mit eingebunden werden, auch in die Prozesse innerhalb der Schule. Und engagierte Schüler da mit einzubeziehen, ist ganz sicherlich etwas, was wir auch in die Fläche tragen sollten. Frau Ramp, ich möchte gerne mit Ihnen nochmal auf die verschiedenen Berufsbereiche schauen. Und ja, Sie fragen, in welchen Bereichen sehen Sie denn das größte Potenzial hinsichtlich der verschiedenen Berufsbereiche, um vielleicht, also hinsichtlich der Digitalisierung, um vielleicht auch da dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken? Das ist jetzt, also ich sag mal so, das ist eine sehr große Frage, die ich schon gesagt habe. Ich glaube, es gibt inzwischen keinen Ausbildungsberuf mehr, in dem Digitalisierung keine Rolle spielt. Das ist natürlich in den technischen Berufen nochmal anders als beispielsweise, ich sage jetzt mal, ein Pflegeberuf, in dem man Digitalisierung braucht, um viele, viele Bereiche einfach zu vereinfachen, also in der Verwaltung beispielsweise. Aber im Grunde genommen ist KI und Digitalisierung etwas, was zunehmend beiträgt zur, ja, ich sag mal, Prozessoptimierung, auch zur Produktivitätssteigerung in vielen Bereichen. Und ich wünsche mir jedenfalls, dass es überall da so viel wie möglich genutzt wird in den unterschiedlichsten Berufen. Das setzt aber eben genau das voraus, worüber wir hier gerade reden, dass es an beiden Lernorten auch gute Möglichkeiten zum Lernen gibt für die jungen Menschen. Ich würde gern zu dem, was vorher diskutiert wird, noch eine Person mit reinbringen. Das sind die Schulleitungen. Ich glaube, die haben auch eine ganz andere und neue Herausforderung, all das zu wuppen. Zum einen, es ist kein Konflikt, aber das, was gerade so schön angesprochen wurde, die Frage, wie können denn Lehrer mit Schülern umgehen, die vielleicht auf einem weiteren technischen Stand sind, als sie es bisher gekannt haben. Das ist schon eine Führungsaufgabe, die, glaube ich, nicht in das übliche Portfolio von Schulleitungen gehört, beispielsweise. Also ich glaube, diese Rolle verändert sich auch zunehmend dadurch, dass sich die Rollen dann wieder in den Berufsschulen ändern. Und das bringt mich zu einem Punkt, den ich gerne noch betont hätte, was Herr Steppen eben gesagt hat. Es ist, glaube ich, die Selbstständigkeit an jeder Schule, egal ob es eine Grundschule, eine weiterführende Schule, eine Berufsschule ist, das Entscheidende, dass die Schulen mehr Freiräume haben, das, was sie noch brauchen, entsprechend zu entwickeln. Und das finde ich das Schöne, zum Beispiel am Start-Chancen-Programm, dass es da wenigstens einen Teil der Finanzierung gibt, die sagt, das ist in eurer Hand, da könnt ihr gucken, was ihr am ehesten braucht. Und ich glaube, da müssen wir viel stärker hinkommen, egal bei welcher Schulform, und gerade auch im Bereich der Digitalisierung, hier nochmal auch zu vertrauen, dass Schulleitungen zusammen mit ihren Partnern, gerade im Berufsschulbereich, hier schon Gutes entwickeln können und sich auch in ihrem Umfeld da das Richtige suchen. Zum Thema Berufe fällt mir jetzt noch ein Punkt ein.
weil es vielleicht auch, je mehr jüngere Menschen zuhören, desto wichtiger. Der gesamte Bereich rund um Wind ist zwingend erforderlich für das, was wir jetzt ökologische Transformation, Nachhaltigkeit etc. nennen. Also alle Klimaberufe brauchen in der Regel sehr viel Technik. Und die brauchen auch viel Digitalisierung. Und wir brauchen, ich mache jetzt noch einen kleinen Werbeblock ans Ende, wir brauchen Unmengen an Fachkräften in den Windbereichen, genau für diesen Bereich, also für die Strukturveränderung in der Wirtschaft, aber eben auch ja, für alles ökologische, aber auch technische Berufe, die wir zum Beispiel in Gesundheitsberufen und brauchen. Also weil Sie nur die Berufe angesprochen haben, Digitalisierung ist hier besonders. Vielen Dank und vielen Dank, dass Sie auch nochmal den Bogen gespannt haben zu den Themen, die wir vorher diskutiert haben. Ich möchte noch eine Frage an Sie stellen, Frau Krumwiede-Steiner. Was nehmen Sie denn aus der heutigen Diskussion jetzt schon direkt mit an Ihren Schreibtisch für Ihre politische Arbeit? Das ist eine gute Frage. Ich nehme vor allem erstmal mit, dass ich glaube, ich möchte gerne mit einer Delegation aus dem Bildungsausschuss den Herrn Stepfuhn besuchen in der Berufsschule, weil ich das total sinnvoll finde, das zu multiplizieren, wie eben das didaktisch sinnvoll eingesetzt werden kann. Also nicht einfach iPads verteilen, weil es ist, wie alle jetzt schon angesprochen haben, viele können halt mit iPads spielen, so, das, man braucht es nicht unbedingt, so, ja, also sind andere Sachen irgendwie sinnvoller, das nehme ich mit, genau, und ich, also für mich hat jetzt das Ende der Diskussion schon auch nochmal den Punkt gebracht, wo man wirklich einfach auch nochmal an die Lehrkräfteausbildung sollte, weil dieses Mindset, was ja dann von Schulleitung kommen sollte, SchülerInnen auf Augenhöhe, wenn man das so nennen möchte, dann muss das auch in der Lehrerausbildung schon berücksichtigt werden. Also, dass die LehrerInnenrolle eine andere wird. Dass es nicht top-down geht, sondern dass es eben wirklich auch, also dass es da eine Gleichberechtigung gibt, dass es eine Partizipation gibt. Und das finde ich wichtig, dass wir da auch nochmal politisch drüber sprechen. Also, wie kann ich Lehrerausbildung gestalten, dass das alles schon mitgedacht wird, dass ich da eben ExpertInnen sitzen habe und ich die begleite in ihrem Lernen und vielleicht keine Expertin für das bin, was die schon können. So, und das zu respektieren und anzuerkennen, das finde ich wichtig. Und unabhängig davon ist es jetzt aber politisch dann doch sehr wichtig, dass dieser Digitalpakt 2.0 kommt und dass es da dann auch eine verbindliche Zusage zum Gesamtvolumen gibt und dazu, dass es dann jetzt wirklich auch verabschiedet wird. Auf jeden Fall. Und ich denke, ein Besuch in der Schule von Herrn Stepfuhn, der lohnt sich ganz sicher für uns alle. Vor dem Hintergrund, dass wir nur noch 3 Minuten Zeit haben, möchte ich jetzt zur Abschlussfrage kommen. Und ich möchte Sie alle gerne fragen, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie eine potenzielle Auszubildende oder ein potenzieller Auszubildender sind, welche digitalen Werkzeuge oder Lehr-Lern-Methoden würden für Sie die Attraktivität der Berufsausbildung so steigern, dass Sie sich jetzt für eine Berufsausbildung entscheiden würden? Ich möchte gerne im digitalen Anfang, Herr Stepfuhn. Also ich würde mir alle verfügbaren Tools wünschen und alle verfügbaren Medien, die mich interessieren und die ich für meinen Beruf brauche. Die würde ich gerne in der Schule kennenlernen. Ja, Frau Ramp. Jetzt hat Herr Stepfuhn das eigentlich schon vorweggenommen. Ich würde sagen, ganz wichtig, und das habe ich auch an seinem Berufskolleg gelernt, bei unserem Arbeitgeberpreis, Tools, die gemeinsames Lernen, also auch gemeinsames Fortbilden für Lehrer möglich machen. Also die Tandemlösung sozusagen. Das halte ich für gerade im didaktischen Bereich für extrem wichtig, dass man gemeinsam Dinge erarbeiten kann über digitale Lösungen. Ja, Frau Krumwiede-Steiner, was würde für Sie die Attraktivität ganz besonders erhöhen? Wenn es Tools sind, die mich in die Situation hineinversetzen, die mich als nächstes erwartet. Also, dass ich schon mal am Modell lernen kann, was als nächstes passiert. Weil ich glaube, Selbstwirksamkeit, Selbstkompetenz und auch ein Selbstbewusstsein, wenn man sich auf sowas wie eine Ausbildung einlässt, ist es auch mit wahnsinnig viel Nervosität verbunden. Und wenn man das vorher schon kann, wenn man schon eine sehr genaue Ahnung davon hat, was jetzt auf einen zukommt, dann kann man auch besser dann in der Ausbildung agieren. Herr Fabricius, ich glaube, Ihr Plan ist es, ein Studium zu absolvieren, aber wie könnte man Sie noch umstimmen? Also wie gesagt, ich würde auf jeden Fall Herrn Stepfuhn zustimmen, alle Tools, die wir brauchen. Und vor allem dann aber würde ich mir wünschen, dass ich auch die Möglichkeit habe, selber zu entscheiden als Schüler, dass ich eben nicht nur
eben eine Lehrkraft habe, die mir sagt, jetzt mach das, mach das, mach das, sondern dass ich eben auch eine Breite an Tools habe, wo ich eben, Frau Krumwiede-Steiner, Sie haben es angesprochen, Selbstwirksamkeit erfahren kann, insofern, dass ich eben selber die Möglichkeit habe, das zu wählen, was für meine Interessen, für meine auch Fähigkeiten, für meine Ziele am besten passt. Also da diese Mitsprache bei Schülern, auch im Individuellen, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Abgesehen davon, das VR-Schweißen fände ich natürlich ganz besonders cool. Vielleicht könnte mich das noch umstimmen. Ja, auch wenn wir bis dahin, bis das flächendeckend möglich ist und eingeführt ist, noch ein Stück Weg vor uns haben, haben wir doch heute über sehr viele Möglichkeiten und auch positive Beispiele gesprochen, die Hoffnung und Mut für die Zukunft machen. Und damit möchte ich mich sehr herzlich bei meinen Gästen hier im Studio und auch digital bedanken für ihre Teilnahme und die spannende Diskussion. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Danke an Sie. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.